Juhu, hier ist der Erklärbär. Heute anscheinend keiner groß Lust gehabt, Antwort zu schreiben wegen Sinn des Lebens. Deswegen löse ich heute auf, weil ich bin immer total ungeduldig. Ich kann alles nicht lang warten. Jetzt haben wir aber noch, um das Ganze ein bisschen lustiger zu machen, Banane in Flüssig. Ich mache auch keine Werbung. Man sieht nicht, dass es Müllermilch ist. Okay, also. Heute die Auflösung zum Sinn des Lebens ist natürlich nicht die Banane, auch nicht die Banane Müllermilch. Jetzt müssen wir tief in uns gehen, innerer Friede, auch wenn es vielleicht langweilig aussieht, ja. Also, der Sinn des Lebens ist es nicht, den Sinn des Lebens zu suchen und damit Zeit zu verschwenden, sondern die Zeit, die man hat, mit Sinn zu erfüllen. Wenn ihr eine bessere Antwort habt auf den Sinn des Lebens, nochmal die Aufforderung heute, Teil 2, dürft ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, würde mich darüber freuen. Wenn es geht, ein Abo da lasse, würde mich auch sehr freuen, weil Abo ist wichtig und Daumen hoch, dass vielleicht ein paar mehr Leute mal Videos auch gucken können oder sehe. Etwas Trauriges will ich heute auch noch sagen. Bei uns in Deutschland, in Rammstein, haben sich jetzt, glaube ich, über 40 Länder getroffen, die Gespräche geführt haben. Und zwar zum Thema Ukraine-Unterstützung im Krieg. Die Amerikaner natürlich wieder gleich ganz groß. Ja, ihr 40 Länder. Geht mal alle auf den Russe los, weil der ist so böse. Ja. Brauchen wir jetzt nicht drüber lang reden. Wir können es sagen, wie es ist. Ist halt einfach so. Es ist damit offiziell die Einleitung genau in den Dritten Weltkrieg. Weil sobald mehrere Länder in den Krieg involviert sind, auch von anderen Kontinenten, braucht man nicht drüber reden, dass das kein Weltkrieg wäre. Es ist definitiv ein Weltkrieg. Die Frage ist jetzt nur, kommen die Leute vielleicht wieder zur Vernunft oder drehen jetzt alle irgendwie durch? Ich sage es euch ganz ehrlich, wie es ist, ich bin kein grüner Wähler. Aber wie die sich gewandelt habe von Love, Peace and Harmony in die totale Kriegstreiber. Am besten heute noch Atomwaffe liefern, wenn es geht. Das kann jetzt auch wieder jeder sehen, wie er will. Ja. Das ist, wenn man seine eigenen Werte verraten tut, oder verraten tut, genau, halte ich nichts davor. Also entweder hat man Werte und steht dazu, egal was ist, oder man heuchelt den Leuten was vor, aber dann müssen auch die Leute merken, dass das nur geheuchelt ist und müssen halt auch anders da wählen. Es tut mir leid, weil was soll ich mit einer Partei, Entschuldigung, die auch gebe ich Love, Peace and Harmony ist und jetzt auf einmal an vorderster Front steht, was Waffenlieferungen und betrifft. Und ganz ehrlich, ich würde mir gerne den Hofreiter mit seiner Zottelfrisur, dann würde ich mir gerne ganz vorne an der Front sehen, der Wehrdienstverweigerer. Ich glaube, der wäre der Erste, der anfangen tät, rumzuheulen und zu flennen, die Hose voll zu machen, aber andere in den Krieg schicken wolle und alles zubomben wolle. Das sind wir ehrlich gesagt die Richtige. Also wenn ich unbedingt Krieg will, ja, sag ich auch von mir aus, dann gucke ich aber, dass ich an vorderster Front bin und nicht nur hier dumm rumlaber und alle anderen vorschicke und später sage, hups, hat nicht geklappt, sorry, sind halt paar hunderttausend oder paar Millionen wieder draufgegangen, was soll das? Muss doch ein anderer Weg geben, wie das jetzt, was die gerade machen. Vor alle Dinge, total sinnlos. So viel zum Thema Sinn des Lebens. Macht euch doch mal Gedanken drüber und schreibt mal gerne was in die Kommentare. Würde ich mich echt drüber freuen. Das ist halt meine persönliche Meinung.
Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen, friedlichen Grüßen, euer Erklärbär.